Wofür steht eigentlich Made in Germany? Ob Porsche oder Mercedes, Schnellzug oder Haribo-Konfekt, sie alle tragen es. Das Label Made in Germany. Und das steht heute fast überall auf der Welt für Präzision, Tüftlergeist und Qualität. Bei den ersten Weltausstellungen galten deutsche Waren noch als Billigimporte. Messer, Scheren oder Rasierklingen wurden als minderwertig bezeichnet. Damit die Herkunft erkennbar ist, führten die Briten 1887 eine Kennzeichnungspflicht ein. Damit war das Siegel Made in Germany erfunden. Es sollte Kunden abschrecken, deutsche Produkte zu kaufen. Doch der Schuss ging nach hinten los. In kurzer Zeit stellten deutsche Firmen hochwertige Produkte her, wie Musikinstrumente, Spielzeug oder Kuckucksuhren, entwickelten Innovationen wie die erste elektrische Straßenbahn. Auch Messer und Scheren aus Solingen übertrafen bald die Qualität der Konkurrenz. Wirtschaftswunder und Wiedervereinigung steigerten noch den Ruf des Gütesiegels. Made in Germany machte Deutschland zum Exportweltmeister, mittelständische Unternehmen zu Weltmarktführern. Doch wie viel von einem Produkt muss in Deutschland hergestellt werden, damit es das Gütesiegel tragen darf? Alles? Der größte Teil? Oder reicht es, wenn Idee und Konzept aus Deutschland kommen? Dazu gibt es bis heute keine gesetzliche Regelung. Das Siegel ist nicht geschützt. Aber die Ingenieurleistung muss aus Deutschland kommen.